Altenburg im Ausnahmezustand. Einer der bedeutenden Thüringer Marathonläufe, der Skatstadt-Marathon, erlebt seine zweite Auflage. Dabei gehört dieser Marathon längst zum Geheimtipp in ganz Deutschland. Der Grund? Altenburgs ausgefallene Topografie. Und so trafen sich am 12. Juni immerhin 2126 Teilnehmer und noch mehr Zuschauer im ganzen Stadtgebiet. Bevor es allerdings auf die lange Strecke ging, starteten die Schulen der Skatstadt. Mit großer Begeisterung entdecken hier auch die Kleinsten ihre Lauffreude. Auch wenn so mancher Zieleinlauf mit fremder Hilfe notwendig war, das olympische Motto gilt auch hier: Dabei sein ist alles. Dabei sein, das hat sich auch für die zahlreichen Zuschauer vor allem auf dem Altenburger Markt gelohnt. Die Musiker der Dresdner Blechlawine begleiteten die viertelstündigen Starts mit einem Rhythmus, der das Laufen leicht macht. In diesem Jahr auch möglich die Wertung als Verein. Doch nicht nur Vereine nutzten diese Gelegenheit, auch Unternehmen wie dieses aus dem Landkreis Greiz schickte Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Freunde gemeinsam auf die Strecke. Nach dem Posieren für die Kamera kommt dann aber die Härte der Strecke. Dabei ist sowohl der 11-Kilometer-Lauf als auch der Halbmarathon in der hügeligen Stadt schon eine enorme Aufgabe. Das Wetter hätte an diesem Tag übrigens nicht besser sein können. Wünschte sich zwar keiner den Regen des Vorjahres, so wäre aber auch die Hitze der Vortage kontraproduktiv gewesen. Bei bewölktem Himmel und 20 Grad gingen viele der Teilnehmer erwartungsvoll auf die Strecke. Die Nähe zum Rathaus ließe es vermuten, aber nein, bei diesen Damen handelt es sich nicht um Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung und auch nicht um die Vorstellung einer neuen Dienstkleidung. Vielmehr brachte die Samba-Gruppe nicht nur südamerikanisches, sondern auch etwas Fußball-Flair nach Altenburg. Zugegeben war dies für manchen Läufer eine der ersten Hürden kurz nach dem Start. So galt es doch, den Blick auf der Strecke zu lassen. Beim 11-Kilometer-Lauf startete auch der Extremsportler Thomas Dold. Der Sieger des Empire State Building Treppenlaufes aus dem Jahr 2006 stellte bei seinem Zieleinlauf auch gleich die Disziplin vor, bei welcher er mehrere Rekorde innehat: das Rückwärtslaufen. Gegen 11 Uhr dann der Start zum Marathon. So ging es auf eine Strecke von 42 Kilometern, die es durchaus in sich hat und den Skatstadt-Marathon zu einem der anspruchsvollen Laufevents in Deutschland macht. Die Erfrischungspunkte entlang der Strecke sind bei dieser Anstrengung eine Notwendigkeit. Entlang der Strecke hatten sich, wie hier an der Wallstraße, kleine Volksfeste gebildet. Spontan boten auch die Unternehmen an der Strecke kleine Angebote, wie hier eine Band, welche die Läufer musikalisch anfeuerte. Der wohl anspruchsvollste Teil der Strecke dürfte die Schlossauffahrt gewesen sein. Auf den letzten Kilometern der Laufrunde ging es hier steil bergauf. Doch genau hier gab es prominente ärztliche Unterstützung. Genau an dem Schloss, wo Dr. Johann Andreas Eisenbart im 17. Jahrhundert vom damaligen Herzog die Genehmigung zum Praktizieren erhielt, präsentierte sich ein Unterstützer als genau jener Dr. Eisenbart. Unklar ist, ob er mit einer damals üblichen ärztlichen Behandlung drohte. Auf alle Fälle wurde der Schlossberg nicht zum unüberwindbaren Hindernis. Nach 2 Stunden 47 Minuten und 36 Sekunden war es soweit. Der Altenburger Steven Michel von einer Leipziger Laufgemeinschaft gewinnt den Marathon der Männer. Ging der Sieg letztes Jahr nach Jena, so bleibt dieser in diesem Jahr in der Skatstadt. Bei den Frauen siegt Silvia Schmid aus Halle mit 3 Stunden 41 Minuten und 22 Sekunden. Der Skatstadt-Marathon in seiner zweiten Auflage ist ein Event, welches aus der Region nicht mehr wegzudenken sein wird. Am 11. Juni 2011 wird der nächste Marathon stattfinden.